Ja, hallo und herzlich willkommen. Wie Sie und ihr gemerkt habt, hatten wir noch so ein bisschen technische Schwierigkeiten. Das ist dann doch immer eine Herausforderung, das alles hinzubekommen, obwohl das Abgeordnetenhaus ja einigermaßen gut ausgestattet ist. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Zoom können jetzt leider nur mich sehen, können aber gleich auch unsere Referentinnen dann gleich noch begutachten, die wir eingeladen haben. Ich möchte also euch und Sie erstmal recht herzlich begrüßen zu unserem Fachgespräch zum, wir haben es genannt, Sicher-Wohn-Gesetz. Es geht ja im Grunde genommen um Vorgaben für die Wohnraumbewirtschaftung, um ein Wohnraumbewirtschaftungsgesetz. Wir haben uns verschiedene Gäste eingeladen, die sich gleich dann auch vielleicht noch mal kurz selber vorstellen wollen, verschiedene einzelne Themenbereiche nochmal heute besonders begutachten werden und freuen uns sehr, dass wir heute diese Möglichkeit schaffen. Wir hatten das eigentlich auch schon vor, schon viel früher zu machen. Dann kam aber so eine blöde Wiederholungswahl dazwischen. Nun ist es, wie es ist und freuen uns aber dennoch, heute hier die Möglichkeit zu haben. Ich glaube ja auch tatsächlich ein Thema, insbesondere auch nach dem Scheitern des Mietendeckels, weiter alle möglichen rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, die im Land Berlin so bestehen. Und wir haben als Linksfraktion ein erstes Konzept vorgelegt, was wir eben also gerne weiter qualifizieren möchten. Und das Ziel ist dann auch, also eine Studie in Auftrag zu geben und auch ein Gesetz am Ende zu haben, was diese ersten Schritte, die wir uns in diesem Konzept überlegt haben, dann tatsächlich auch in Gesetzesform zu gießen. Ich sage es noch mal ganz kurz: Wir nehmen zumindest zu Beginn die Inputs auch auf, zeichnen die auf, werden dann aber für die Diskussion das wahrscheinlich auch abschalten. Genau. Gut, ich würde eine ganz kurze Einführung machen und einfach noch mal ganz kurz das Konzept sozusagen vorstellen. Also Sicher-Wohn-Gesetz, was und warum? Jetzt habe ich es natürlich nicht hier auf dem Computer geöffnet, ist egal, da muss ich so ein bisschen rüber gucken. Das ist schon in Ordnung. Also es geht natürlich darum, dass wir als Linke uns immer die Frage stellen, oder das ist so ein bisschen der Grundimpetus, wir brauchen einen gemeinnützigen Wohnungssektor und dafür braucht es ganz verschiedene Hebel. Klar ist, Vergesellschaftung ist der zentrale Hebel und das ist mir schon auch einfach nochmal wichtig zu Beginn auch zu betonen. Es geht jetzt hier nicht darum, um Alternativprojekte oder andere Dinge zur Vergesellschaftung vorzuschlagen. Ganz im Gegenteil, das ist der zentrale Hebel, aber dennoch stellen wir uns natürlich die Frage, dass wir alle auch weiteren landesrechtlichen Spielräume maximal ausnutzen wollen. Und da geht es dann explizit auch um die Wohnungen, Eigentümerinnen und Eigentümer, die jetzt ja nun von so einer Vergesellschaftung auch nicht betroffen sein werden. Es geht um ein Gesetz, was auf der einen Seite Wohnen, also dem Recht auf Wohnen aus der Landesverfassung, dem jetzt nochmal rechtliche Geltung verschafft, also in dem Wohnen als Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge definiert wird und gewissermaßen davon abgeleitet den ordnungsrechtlichen Rahmen schafft für die eine sozialökologische Bewirtschaftung des Berliner Wohnungsbestandes und das auf der Grundlage von dem Recht des Wohnungswesens, wo wir nun gelernt haben, dass das einerseits gelernt haben, dass das Landeskompetenz ist und andererseits lernen mussten, dass damit kein Mietendeckel zumindest zu machen ist, aber möglicherweise eben ganz viele andere Dinge. Und die möchte ich einmal kurz nochmal vorstellen. Also das ist, wie gesagt, so die Grundvoraussetzung, glaube ich, zu sagen, Wohnen als eine Daseinsvorsorge. Es geht um ein Gesetz, was die Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums eben zu einer Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge macht und davon abgeleitet auch konkrete Instrumente und politische Maßnahmen ableitet. Und was sich an alle Eigentümerinnen und Eigentümer in Berlin möglicherweise mit Abstufungen auch richtet. Und da haben wir nochmal 5 Punkte, um die es uns insbesondere geht. Aber wir sind natürlich auch gespannt, ob es noch weitere gibt oder inwiefern man das nochmal auch auffüttern kann. Es geht einerseits entscheidend darum, den Zugang zu Wohnraum zu verbessern. Also die Situation ist klar, etwa 1 Million Berlinerinnen und Berliner haben Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Tatsächlich gibt es aber nur noch roundabout 100.000 belegungsgebundene Wohnungen in Berlin. Fast jeder 10. Haushalt nur findet, also auf dem normalen Wege, eine belegungsgebundene Wohnung. Der Wohnungsneubau wird nicht in der Lage sein, das zu kompensieren. Und insofern stellen wir uns die Frage, inwiefern nicht ein relevanter Anteil, also auch des nicht geförderten Wohnungsbestandes, aber an WBS-Berechtigte vergeben werden kann. Und gleichzeitig auch die Frage, nicht nur gewissermaßen den Zugang zu Wohnraum zu verbessern, sondern auch dauerhaften Schutz, insofern vor Wohnungslosigkeit zu schützen mit Benennungs- und Besetzungsrechten zum Beispiel, eben die Möglichkeit auch zu etablieren, Betroffenen freistehende Wohnungen unterzubringen, das, was ja auch mit dem Instrument des ASOG schon mal diskutiert wurde. Geht um einen besseren Wohnraumschutz.
Kurz gesagt, wissen wir alle, und da werden wir heute auch ein lebhaftes Beispiel noch aus der Jagostraße 35 hören. Es geht darum, dass Vermieterinnen und Vermieter mit verschiedenen und auch aus verschiedenen Gründen Wohnraum nicht instand halten, vernachlässigen oder auch abreißen. Und es geht um einen wirkungsvolleren Wohnraumschutz. Es geht darum, die Instrumente Zweckentfremdung und Wohnungsaufsichtsgesetz noch mal besser aufeinander abzustimmen und auch zu bündeln. Und es geht als weiteren Schritt auch darum, eine verpflichtende Bildung und Nachweis von Instandhaltungsrücklagen, dass also Vermieterinnen und Vermieter nachweisen müssen, inwiefern sie eigentlich Geld bereitlegen, das eben als eine Vorgabe für die Wohnraumbewirtschaftung, dass sie dieses Geld dann tatsächlich auch einfach zur Verfügung haben, um den Wohnraum ansprechend und entsprechend in Stand zu halten. Es geht um Transparenz über die Eigentumsverhältnisse, Stichwort Mieten- und Wohnungskataster. Das ist eine Diskussion, die wir ja ohnehin an anderer Stelle auch weiterführen, aber auch das ist sicherlich ein wichtiger Bestandteil in so einem Gesetz. Um mehr Mitbestimmung von Mieterinnen und Mietern, das muss man natürlich auch im Einzelfall genau schauen, aber das sollte sicherlich ein Ziel sein, zu sagen, dass also mindestens für Wohnungsunternehmen ab einer bestimmten Größe bestimmte Formen der Mieterinnen-Mitbestimmung verpflichtend werden, als Vorgabe zur Wohnraumbewirtschaftung, zum Beispiel, dass bei der Sanierung von Wohnraum oder bei entscheidenden Investitionsentscheidungen an Wohnraum Mieterinnen und Mieter als Nutzende ein Mitspracherecht bekommen. Und es gibt um einen Punkt zuletzt, über den wir vielleicht nur am Rande sprechen werden, aber bei all diesen neuen Vorgaben, die man sich so überlegen kann, stellt sich natürlich immer auch die Frage der Durchsetzbarkeit. Und ich glaube, eine Diskussion, die wir ja auch schon an anderer Stelle haben, ist, inwiefern wäre das nicht sinnvoll, so ein Landesamt für Wohnungswesen zu schaffen, also bestimmte Aufgaben, für die jetzt 12 Bezirke in teilweise sehr unterschiedlicher Ausrichtung zuständig sind, inwiefern man nicht diese Aufgaben auslagert und in ein Landesamt für Wohnungswesen integriert. Also relativ viel und auch noch, ich würde sagen, einigermaßen grob, aber auch dafür dient ja heute das Fachgespräch. Und insofern würde ich jetzt gerne direkt weitergeben an Tim Wiehl von der Universität Erfurt und auch Mitglied der Expertenkommission Vergesellschaftung. Auch das wäre natürlich ein ganz spannendes Thema, worüber du heute sicherlich viel erzählen könntest. Aber ich wollte jetzt mit dir noch mal so ein bisschen sprechen und freuen uns da auf deinen Input zur Frage der, ich will es jetzt mal nennen, allgemeinen Abgrenzbarkeit von Vorgaben zur Wohnraumbewirtschaftung zu anderen rechtlichen Grundlagen. Ja, guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Und vielleicht der wichtigste Hinweis, den man geben kann, ist, man sollte vor dem Bundesverfassungsgericht in der Frage eines Wohnraumbewirtschaftungsgesetzes nicht zu viel Angst haben. Denn das Bundesverfassungsgericht hat in seiner ansonsten auch in mancher Hinsicht schwachen oder schlecht argumentierten Mietendeckelentscheidung, aber immerhin ein wichtiges Schlupfloch, und zwar ein riesiges Schlupfloch, übrig gelassen, was der Berliner Landesgesetzgeber nutzen kann, um wirklich jetzt hier ziemlich tiefgreifende Regelungen zur Wohnungsbewirtschaftung, früher hätte man gesagt Zwangsbewirtschaftung, hört sich aber nicht so schick an, also Wohnungsbewirtschaftung jedenfalls zu erlassen. Man findet nämlich dort in dieser Entscheidung in der Randnummer 115 den schönen Satz, den ich jetzt mal kurz zitiere, weil er hier sozusagen maßgeblich ist. Anders liegen die Dinge, und die Dinge sind wirklich ziemlich viele Dinge. Anders liegen die Dinge dagegen, wenn die bürgerlich-rechtliche Prägung des Mietverhältnisses durch öffentlich-rechtliche Vorschriften ganz oder teilweise verdrängt und die Auswahl der Vertragsparteien sowie die Festlegung der Vertragsinhalte durch verwaltungsrechtliche Vorgaben überlagert und etwa durch eine mehr oder weniger weitreichende Wohnraumbewirtschaftung ganz oder teilweise ausgeschlossen wird. Warum ist das jetzt so wichtig, dass die Dinge da anders liegen? Weil das die Kompetenz des Landes Berlin begründet und natürlich auch der anderen Bundesländer, entsprechende Landesgesetze zum Wohnungswesen und genauer zur Wohnraumbewirtschaftung zu erlassen. Und deswegen würde ich eigentlich dazu auffordern, ehrgeizig zu sein, ehrgeizig und mutig zu sein,
bei den Vorgaben für diese Bewirtschaftung und letztlich bis an die Grenzen des Eigentums grundrechtlich Erlaubten zu gehen. Wir sind hier natürlich in so einer Art Double Bind oder man ist auf einem schmalen Grat, dessen muss man sich bewusst sein, denn es ist eigentlich so, dass die Kompetenzvorgabe von dem Land verlangt, ehrgeizig zu sein. Gleichzeitig darf man aber nicht so ehrgeizig sein, dass man das Eigentumsgrundrecht der Verfassung verletzt. Ne? Und das ist sozusagen der Grad, auf dem man sich bewegen muss. Und deswegen würde ich dafür plädieren, jetzt hier insbesondere bei der Begründung des Gesetzes mit einer Wohnungsnotlage, die in Berlin aus meiner Sicht herrscht, sehr sorgfältig zu sein. Denn etwa, ich denke, alle Regelungen, die in diesem Vorschlag enthalten sind, außer den Transparenz- und Katasterregelungen, wird man wohl nur unter der Voraussetzung eines angespannten Wohnungsmarkts durchsetzen können. Also damit meine ich verfassungsrechtlich durchsetzen können. Und manche der Regelungen auch sicher nur bei einer echten Wohnungsnot. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass die Indizien, die für eine Wohnungsnot sprechen, im Grunde, glaube ich, im Land Berlin relativ eindeutig sind, schon in der Gegenwart. Und es spricht relativ wenig dafür, dass sich das in der näheren Zukunft verbessert, leider. Es gibt eine extreme WBS-Lücke, ne? Also wir werden, glaube ich, aber zu den Tatsachen sozusagen, die dem ganzen Gesetz zugrunde liegen, gleich noch mehr hören von unserem stadtsoziologischen Experten. Aber ich wollte nur mal sozusagen die maßgeblichen Gesichtspunkte, meine ich, aus verfassungsrechtlicher Sicht hier nennen. Die WBS-Lücke, die extremen Preissteigerungen am Wohnungsmarkt und eben die hohe Wohnungslosigkeit, die sich breit gemacht hat, respektive ein Zwang zum Wegzug für viele Leute aus Berlin. Also ich denke, das sind die Indizien, die maßgeblichen. Also wenn Wohnungslosigkeit herrscht in einem nennenswerten Umfang und wenn Leute gezwungen sind, aus Berlin wegzuziehen, obwohl sie es nicht wollen, dann spricht das für eine Wohnungsnot. Ja. Und dann wäre es vielleicht angebracht, behördlicherseits oder staatlicherseits eben auch Eingriffe in die freie Wahl des Vertragspartners im Mietverhältnis und auch in Fragen der Beendigung des Mietverhältnisses, also die Kündigung oder dann eben die anschließende Räumung. Also dort irgendwie tatsächlich bestimmte zusätzliche erschwerende Vorgaben zu treffen. Ich meine auch, dass die Voraussetzungen, die man an die Wohnungsnot oder an das Vorliegen einer Wohnungsnot stellen sollte, aufgrund der zahlreichen menschenrechtlichen und grundrechtlichen Vorgaben in dem Bereich im Grunde gar nicht allzu hoch liegen. Also wir haben es mit einem Grundrecht auf Wohnen zu tun in der Verfassung von Berlin. Wir haben alle möglichen sozialen Menschenrechte auf der Ebene des Völkerrechts. Wir haben Erklärungen der Vereinten Nationen gegen Obdachlosigkeit oder eben für die Bekämpfung von Obdachlosigkeit. Und ich denke, all das muss auch schon bei dieser faktischen Frage der Wohnungsnot mit berücksichtigt werden. Und dann ist sozusagen auch so ein Wohnraumbewirtschaftungsgesetz möglich. Was man vielleicht betonen muss, nicht ausreichend, das sagt das Verfassungsgericht auch sehr klar, ist einfach die Anwendung verwaltungsrechtlicher Handlungsformen, ne? Oder dass staatliche Behörden überhaupt tätig werden im Bereich eines immer noch freien Wohnungsmarktes, der sich sozusagen durch privatautonome Mietverhältnisse auszeichnet. Das allein reicht nicht, sondern dieser privatautonome Charakter der Mietverhältnisse muss eben wirklich durch verwaltungsrechtliche Pflichten hinsichtlich Vertragspartnerwahl, Kündigungsmöglichkeiten, Mitbestimmung etc. Überlagert und teilweise ausgeschlossen sein. Ja. So würde ich dann. Ich könnte jetzt zu den Einzelregelungen was sagen, aber ich glaube, dass aufgrund der Kürze sozusagen der mir zur Verfügung stehenden Zeit würde ich das jetzt erstmal nach hinten stellen und vielleicht nochmal nur betonen, dass aufgrund dessen, was das Verfassungsgericht in dem Mietendeckelbeschluss sehr klar gesagt hat, auch Mietpreishöhenregelungen wieder zulässig sind. Ne? Also sobald man sozusagen von dem Grundsatz der privatautonomen Gestaltung des Mietverhältnisses weggeht und ein entsprechendes Gesetz schafft, sind auch Mietendeckel wieder möglich. Also auch das sagt
das Verfassungsgericht in diesem Beschluss. Was nicht ging, war sozusagen die Intervention des Gesetzgebers nur an der Stelle Mietpreishöhe bzw. Mietendecke in ansonsten unangetastet gelassene private Mietverhältnisse. Also das ergab sozusagen das bekannte Kompetenzproblem, die Friktion dann mit dem bürgerlichen Recht. Aber sobald wir kein bürgerliches Recht mehr haben, sondern Wohnungsverwaltungsrecht, ja, oder Wohnungswirtschaftsrecht, ist eben auch Mietendeckel wieder möglich. Alles unter der Voraussetzung, dass eine Wohnungsnot herrscht. Das muss man, glaube ich, sehr sorgfältig begründen, kann man aber auch. Vielleicht noch wichtig zu betonen für die verfassungsrechtliche Argumentation ist der Neubau, also die Möglichkeit von Neubau, irrelevant. Denn der Neubau, das gilt übrigens auch für die Vergesellschaftungsfrage, aber das nur am Rande. Der Neubau löst die Probleme, die jetzt in Berlin bestehen, am Wohnungsmarkt nicht. Und das ist auch der große Unterschied zu der Gesetzgebung in der Bundesrepublik 1960, ne? Also so mit dem wichtigen Einschnitt 1960, also diesem Lücke-Gesetz sozusagen, wo man davon ausging, jetzt ist so viel neu gebaut worden und es wird weiterhin so viel neu gebaut, dass sich sozusagen diese Wohnungszwangswirtschaft erledigt hat. Aber wir haben jetzt genau die entgegengesetzte Situation. Dieser Neubau wird jetzt hier eben gerade nicht mehr viel lösen, zumal in einer Stadt wie Berlin, die gar nicht so viele freie Flächen mehr hat. Aber entscheidend ist auch, dass die Wirtschaftsstruktur sich sehr stark verändert hat. Alle wollen in die Großstädte, alle wollen in so eine Stadt wie Berlin angesichts des Wandels der Wirtschaftsstruktur. Mehr Angebot wird nur noch mehr Nachfrage erzeugen, das ist absehbar. Die Bodenpreiskrise ist außerdem völlig aus dem Ruder gelaufen. Die ist extrem, sodass es auch einfach viel zu lange dauern würde irgendwie, wenn man auf den Neubau setzen würde. Dann wäre das Problem vielleicht in 30 Jahren oder 40 Jahren irgendwann mal gelöst. Aber selbst dann wohl nicht, denn wir haben ja auch noch ökologische Zwänge. Wir müssen auch noch die Flächen gemeinwohlorientiert nutzen, wie das jetzt heute heißt. Deswegen für jede Verhältnismäßigkeitsprüfung von Maßnahmen nach dem Wohnungsbewirtschaftungsgesetz, für jede dieser Verhältnismäßigkeitsprüfungen muss der Neubau und kann der Neubau außer Betracht bleiben. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Feststellung. Danke. Vielen herzlichen Dank. Ich hatte jetzt eigentlich vorgeschlagen, dass wir erstmal alle Inputs machen, außer es stellen sich direkt ganz dringende Verständnisfragen. Dann sollten wir die vielleicht gleich klären. Ansonsten hätten wir vorgeschlagen, erstmal alle Inputs zu machen. Vielleicht ganz kurz für den Zoom-Chat. Dann würde ich vorschlagen, falls da Fragen sind, gerne einfach mit einem kurzen VM oder sowas in dem Chat sich kenntlich zeigen, weil wir, glaube ich, das mit den Meldungen nicht so richtig überblicken können. Aber ich sehe das jetzt erstmal nicht, dann machen wir erstmal weiter. Und mit Rainer Tietzsch, Vorsitzender des Mietervereins, hast dich sehr viel schon auseinandergesetzt mit Wohnraum- und Bewirtschaftungsgesetz, würde ich sagen, und dem Recht des Wohnungswesens und freuen uns über einen Input nochmal zu den einzelnen Bereichen auch insbesondere und was dort unter Umständen möglich sein könnte. Ja, guten Abend. Danke für die Einladung. Rainer Tietzsch, Vorsitzender des Berliner Mietervereins. Ich bin seit ungefähr 40 Jahren im Bereich Mietrecht, Baurecht, Ordnungsrecht unterwegs und insofern auf die Debatte ganz gut vorbereitet. Die Parameter hat ja Tim Biel schon vorgezeichnet, die sich ableiten lassen aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Mit einer Entscheidung hatte ich gerechnet, einer Formel in dem Beschluss, nämlich dass das Bundesverfassungsgericht feststellt, die Kompetenz für das Wohnungswesen ist 2006 auf die Länder übergegangen. Bekanntlich haben auch renommierte Professoren behauptet, dieser Bereich des Wohnungswesens habe sich auf geheimnisvolle Weise verflüchtigt. Aber da hat nun das Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt, bis auf die noch im Grundgesetz genannten Einzelbereiche ist dieser Bereich komplett an die Länder gegangen. Und dann gibt es den zweiten Absatz, den ich nicht erwartet hatte, nämlich dass das Bundesverfassungsgericht sagt, das, was ihr in Berlin gemacht habt, nämlich eine Mietpreisregulierung,
und nicht viel mehr. Das könnt ihr so nicht machen, das widerspricht der Kompetenzordnung. Dann aber in der berühmten Randnummer 115, ganz anders ist es aber, wenn eine umfassende Wohnraumbewirtschaftung ins Werk gesetzt wird. Diese beiden Aspekte gehören zusammen, sind aber durchaus auch zu trennen. Wohnungswesenkompetenz, auf der beruht zum Beispiel das Zweckentfremdungsrecht, schon seit es in Berlin wieder eingeführt worden ist. Das Wohnungsaufsichtsrecht ist sozusagen an dem Bereich, an den Bereichen irgendwie vorbei entwickelt worden, gehört aber sicher auch zu dem Kompetenzbereich des Wohnungswesens. Und da braucht es dann nicht eine umfassende Regelung im Sinne der Wohnungswirtschaftung, sondern das ist ein anderer Pfad, den man da beschreiten kann. Den kann man verbessern. Also auch die Kooperation zwischen Zweckentfremdungsrecht und Wohnungsaufsichtsrecht kann man verbessern. Aber es ist ein anderes Thema als das Wohnraumbewirtschaftungsgesetz oder Wohnungswirtschaftsgesetz, wie immer man das nennt. Dieses Stichwort ist ja noch im Wahlkampf von verschiedenen Seiten gebraucht worden, aber eben mit ganz unterschiedlichen sagen wir mal, Untertönen. Oder man merkte auch, dass diejenigen, die den Begriff verwenden, vielleicht unterschiedliche Dinge damit meinen. Also es gibt zum Beispiel außerhalb dessen, was Tim Wiehl vorgestellt hat, auch einen sehr interessanten Vorschlag von Stefan Klinski, der entwickelt hat, man könnte unter der Kompetenzbestimmung des Wohnungswesens zum Beispiel den Zugang für bestimmte Unternehmensarten auf den Vermietungsmarkt verändern. Beschränken. Das wäre sicher nur mit einer größeren Übergangszeit möglich, aber im Prinzip denkbar. Sollte man im Auge behalten. Es geht da darum, dass bestimmte Unternehmen, insbesondere die börsennotierten, eine besondere Gewinnlogik verfolgen müssen, die dann natürlich Auswirkungen auf ihre Wirtschaftsform und ihr Wirtschaftsgehabe haben. Aber davon abgesehen, wenn man den Bereich Wohnungswirtschaftsgesetz aufmachen will, und dafür wäre ich, dann muss man das tatsächlich sehr breit anlegen und sehr tief begründen, sodass an jeder Stelle durchscheint, wir realisieren hier das gesetzgeberische Ziel, Wohnraumversorgung als Daseinsvorsorge wieder zu etablieren. Dazu könnten dann gehören zum Beispiel Regelungen, die eine Überlassung von Wohnraum ab einer bestimmten Größe von Wohnungsunternehmen oder Eigentümerkonglomeraten ab einer bestimmten Zahl einen bestimmten Prozentsatz an Wohnberechtigte zu überlassen oder an Menschen in besonderen Bedarfsgruppen. Das wäre rechtlich aus meiner Sicht möglich. Bei Neubauprojekten, natürlich spielt das auch eine gewisse Rolle, könnte man verstärkt die Quote für finanziell schwache Haushalte vergrößern, Ausgleichsabgaben möglicherweise schaffen für den Fall, dass man solche Anforderungen nicht erfüllt. Das wären weitere Ansatzpunkte, mit denen man arbeiten könnte. Noch zwei Bemerkungen zu dem Thema Kataster und Landeswohnungsamt. Auch unter dem Immobilienkataster haben sich die verschiedenen Akteure ein bisschen unterschiedliche Dinge vorgestellt. Und man muss einerseits unterscheiden zwischen einer Datenquelle und der Möglichkeit, Daten zu beschaffen und auszuwerten für die Verwaltungstätigkeit. Das wäre die
Das wäre die klassische Kataster-Aufgabe eigentlich. Das wäre nicht so revolutionär. Etwas schwieriger wird es, wenn ich aus diesem Register dann Auskünfte an Private erteilen möchte. Da muss man dann noch mal ganz genau schauen, welche Daten können freigegeben werden, unter welchen Voraussetzungen. Das hat auch Datenschutzprobleme, die man sich genau ansehen muss. Ich halte es für lösbar, aber es ist nicht einfach. Und der letzte Punkt, vielleicht vorhin schon gestreift, Verschärfung oder Verbesserung des Zusammenwirkens von Zweckentfremdung und Wohnungsaufsicht. Ich sehe in diesem Pool auch noch die Bauordnung. Wir müssen bei der Bauordnung, wenn wir dort bestimmte Anforderungen ablegen, zum Beispiel für den Ressourcenschutz, für den Klimaschutz, dann haben wir es bei anderen öffentlich-rechtlichen Normen, die in dem Bereich auch mitspielen, etwas leichter. Deswegen wäre ich dafür, auch an dieser Stelle mit anzusetzen. Ich glaube, mehr sollte ich im Moment nicht sagen. Schauen erst mal, was wir hier noch zusammentragen. Vielen herzlichen Dank. Auch das ein sehr spannender Input. Und ich würde auch wieder fragen, ob es noch mal direkt Fragen gibt. Aber auch das kann ich jetzt erstmal nicht sehen. Dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter mit André Holm, den ich eigentlich auch nicht vorstellen muss, aber Stadtsoziologe Humboldt-Universität. Und heute sozusagen soll es gehen nochmal um mögliche Wirkungen, Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Zum Beispiel, wenn eine höhere verpflichtende Quote an für WBS-Berechtigte vorgegeben werden würde. Und dazu haben wir auch nochmal, glaube ich, eine Präsentation. Ja, erstmal herzlich willkommen von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung und sehr schön, dass wir diese Diskussion führen. Und ich werde ein paar Punkte aufgreifen, die Tim Wiehl schon in seinem Beitrag genannt hat, als es darum ging, dass wir diesen verwaltungsrechtlichen Eingriff in das Wohnungswesen auch begründen müssen. Da geht es um die Verhältnismäßigkeit und gleichzeitig gibt es ja auch immer diesen Begriff der Geeignetheit. Also sind die Dinge, die wir uns dann da vorstellen, tatsächlich auch geeignet, die spezifischen Wohnungsnotlagen zu lösen. Und wenn wir in die Folien, da müssen wir jetzt ziemlich schnell durch, weil es auch viele sind und werden nicht alle weiter, uns genau anschauen. Wohnungsnotlagen, extreme Preissteigerungen, das ist das, was wir sowohl im Bereich der Bestandsmieten als der Neuvermietungsmieten seit vielen Jahren kennen. Wenn du da zwei weitergehst, ist hier eine ganz schöne Situation, die auch diesen Charakter, dass es sich dabei um extreme Preissteigerungen handelt, relativ deutlich macht. Wir haben hier die Entwicklung der Bestandsmieten und die Entwicklung der Angebotsmieten in deutschen Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen verglichen. Das ist so ein Index, da wird also gefragt, um wie viel Prozent sind die entsprechenden Mietwerte zwischen 2006 und 2018 gestiegen. Da wird es dann ab demnächst auch wieder neue Zahlen geben, wenn die Daten vom Mikrozensus durchliegen. Und wenn wir sozusagen ganz oben rechts in dem Feld schauen, dann sieht man, dass Berlin, was die Mietsteigerung in diesem Zeitraum der letzten 15 Jahre angeht, tatsächlich so, oder 13 Jahre in dem Fall, Meister aller Klassen ist und sich vor allen Dingen nicht dadurch auszeichnet, dass wir die höchsten Mieten haben im Vergleich zu München oder anderen Städten, aber dass wir die Stadt sind, in der die Mieten sich am stärksten verändert haben in der letzten Dekade und darüber hinaus. Wenn wir ein bisschen weitergehen, will ich auf zwei Trends noch aufmerksam machen, die auch diesen Eingriff in das Wohnungswesen notwendig machen, wenn wir in einem langen Zeitraum schauen. Ich habe hier mal von Anfang der 90er Jahre bis sozusagen an den aktuellen Zeitraum heran verglichen, wie viele Wohnungen werden eigentlich im Privatrecht, bürgerlichen Privatrecht vermietet und wie viele Wohnungen unterliegen besonderen Regeln, also zum Beispiel, weil sie sozial gebundene Wohnungen sind oder weil sie als öffentliche Wohnung verwaltet werden. Und wir sehen, dass da vor allen Dingen in den 1990er Jahren schon so eine Trendwende kam, also von deutlich mehr als der Hälfte aller Mietwohnungen, die in diesen öffentlich regulierten Bereich waren, ist dieser Anteil abgesackt auf 22%
Und der Anteil von privat vermieteten Wohnungen hat sich von ein Drittel auf zwei Drittel aller Mietwohnungen vergrößert. Also so, dass wir hier auch nochmal sehen, große Teile des Mietwohnungsbestandes werden in privatrechtlichen Verträgen und Vertragskonstellationen vermietet. Wenn man also große Teile des Berliner Wohnungsmarktes beeinflussen will, dann wird man in diesen Bereich hineindringen mit seinen Regulierungen. Wenn wir weitergehen, können wir überspringen, hier ist nochmal im Detail gezeigt, wie sich die verschiedenen Bereiche des öffentlichen Wohnungsbaus verringert haben. Hier ist grafisch dargestellt, wie sich in den letzten 10 Jahren die Bestände des sozialen Wohnungsbaus verändert haben. Da geht es ja um die Belegungsbindung und dann haben wir diese Prognosen, wie es dann weitergehen soll. In diesen Prognosen sind schon immer die vollständigen Zielzahlen von 5.000 neu gebauten, geförderten Wohnungen, die bisher noch nie erreicht wurden, mit eingesetzt. Und das, was wir sehen, selbst wenn die Ziele, die ambitionierten Neubauziele im geförderten Bereich vollständig erfüllt würden, müssen wir uns darauf einstellen, dass der Gesamtbestand der sozial gebundenen Wohnungen mit Mietpreis und Belegungsbindung in den nächsten Jahren allerhöchstens auf dem aktuellen Niveau bleibt. Also das heißt, trotz aller Förderanstrengungen, die jetzt auch nochmal mit neuem Geld in den Haushaltsplänen unterlegt werden sollen, ist der beste Effekt, dass wir ungefähr bei 100.000 sozial gebundenen Wohnungen verharren. Das heißt, davon ist gar kein zusätzlicher Versorgungseffekt zu erwarten. Weiter. Kann da überfliegen. Da ist nochmal zusammengefasst, was ich schon gesagt habe. Überfliegen, also überspringen. So. Sorry. Wenn wir von Wohnungsnotlagen sprechen, halte ich es für notwendig, dass wir über den Begriff des leistbaren Wohnens sprechen, also wie viel Geld geben die Menschen sozusagen aufgrund der steigenden Mieten von ihrem Einkommen für die Mieten aus. Da hat sich in den sozialpolitischen Diskussionen so dieser Orientierungswert, mehr als 30% des Einkommens soll nicht für die Miete ausgegeben werden, orientiert. Und in dieser Grafik ist, ohne da im Detail drauf einzugehen, von links nach rechts sind im Prinzip Einkommensklassen, die sich am mittleren Einkommen orientieren in ihren Prozentzahlen dargestellt. Und das, was wir sehen, dass der Anteil von Haushalten, die die Leistbarkeitsgrenze von 30% überschreiten, vor allen Dingen ein Problem von Haushalten mit geringem Einkommen sind. Das ist ja auch logisch, wenn ich von einem geringen Einkommen eine durchschnittliche Miete bezahle, dann übersteige ich diese 30%. Und das heißt aber auch, dass wenn wir dieses Problem adressieren wollen mit den Regelungen, die diskutiert werden, muss man sich überlegen, wie man vor allen Dingen Haushalte mit wenig Einkommen mit leistbaren Wohnungen versorgt. Weiter. Hier ist diese, Tim Wiel hat das WBS-Lücke, ich habe es jetzt hier erstmal als soziale Versorgungslücke dargestellt. Wenn wir ganz links in den Balken schauen, hier sind die Anzahl der Haushalte zusammengetragen, die den Bedarf haben, aufgrund ihres Einkommens, um die 30% Leistbarkeitsgrenze nicht zu überschreiten, höchstens eine Miete von Warmmiete von 450 Euro zahlen müssten. Und ich habe mal daneben aus den Daten, die uns zur Verfügung stehen, die sind jetzt auch schon in die Jahre gekommen, es wird sich nicht verbessert haben. Und dann sehen wir, dass den über 600.000 Haushalten gerade mal 300.000 Wohnungen mit diesen Kriterien gegenüberstehen. Also da eine enorme Lücke ist. Und diese Situation heißt aber noch nicht, dass auch tatsächlich in all diesen günstigen Wohnungen die Haushalte mit den geringen Einkommen wohnen, sondern das ist sozusagen nur eine Gegenüberstellung, wie ist der Wohnungsbestand und wie ist der Wohnungsbedarf. Und da sehen wir aber auch, wenn es fast 300.000 Wohnungen soziale Versorgungslücke ist, dass das extrem weit weg von all diesen Neubaudiskussionen ist. Also so viel Neubau soll nicht mal in den sozusagen weitfliegendsten Plänen insgesamt errichtet werden. Und niemand hat ja bisher versprochen, dass das alles Neubauten sind, die am Ende brutto warm weniger als 450 Euro kosten sollen. Also das heißt, also hier bestätigt sich nochmal, wir brauchen diesen Eingriff in den Bestand. Bitte weiter. Und so ähnlich sieht das sozusagen auch aus, also weil es in ähnlichen Größenordnungen sich abspielt. Wir haben, das hat Niklas Schenker schon in der Vorstellung des wollte gerade schöner wohnen, also des Sicher-Wohnen-Gesetzes gesagt, fast 1 Million WBS-Berechtigte 2021.
hatten. Und weil WBS-Berechtigung im Moment in den Förderrichtlinien und in allen Diskussionen in großen Varianzen auch immer diskutiert wird, also dass man ja sagt, man will zusätzliche Förderlinien einrichten, um auch den Haushalten mit Einkommen zur WBS-Grenze 180 über der Bundeseinkommensgrenze mit Wohnung zu versorgen, dass ich hier nochmal versucht habe, die Zahl der WBS-Berechtigten den einzelnen WBS-Klassen zuzuordnen. Und wir sehen sehr, sehr deutlich, dass ein sozusagen großer Anteil sich in den WBS bis 100 und bis 140 der Bundeseinkommensgrenze beschränkt. Also sind die Haushalte, die im Moment in Berlin für die sozusagen ersten Förderweg klassischen sozialen Wohnungsbau Mieten von 6,80 Euro in der Neubauförderung orientiert sind, und dass der in den öffentlichen Diskussionen sehr präsente Bedarf für die mittelschichtigen Haushalte, die höheren WBS-Einkommensgruppen, gar nicht so groß ausfällt. Also ohne die jetzt ganz vernachlässigen zu wollen, aber ein Hauptproblem liegt in diesen ersten beiden WBS-Klassen. Bitte weiter. Genau, ich habe hier nochmal, es kann dann, wenn wir die Folien teilen, kann man dann nochmal schauen, wie in den einzelnen BBS-Klassen die Wohnungsgrößen verteilt sind. Sehen wir, das sind vor allen Dingen Einpersonenhaushalte mit 61% insgesamt, und der Anteil ist bei den BBS-Klassen mit geringeren Einkommensgrenzen sogar noch höher. Bitte weiter. Kann auch noch weiter. So. Das ist eine Tabelle, die, glaube ich, für viele erstmal schockierend sind, wenn wir diese Leistbarkeitsdiskussion tatsächlich ernst nehmen. Ich habe jetzt mal hier für die knapp 300.000 WBS-Berechtigte für ein WBS 100 die Daten nebeneinander gestellt. Da wird angenommen, es gibt ein Einkommen von 1.000 für die Ein-Personen-Haushalte. Ich gehe in die oberste Reihe. Da wird von ausgegangen, man ist berechtigt für den WBS 100, wenn man ein Einkommen von 1.000 Euro erzielt, die leistbare Miete, 30%, wären also 300 Euro davon. Wenn ich da sage, die zum Beispiel in den Förderrichtlinien angemessene Wohnungsfläche oder auch die in der AV Wohnen zugestandene angemessene Wohnungsfläche besteht 50 Quadratmeter, dann bedeutet das, dass die leistbare Miete bei 6 Euro liegen müsste. Und das ist die Bruttowarmmiete. Ja, und wenn ich da die durchschnittlichen Heiz- und Betriebskosten abziehe, dann lande ich für diese Ein-Personen-Haushalte eigentlich bei einer leistbaren Netto-Kaltmiete von 3,50 Euro. Also das heißt also, dass Eingriffe in das Preisrecht sehr, sehr naheliegend sind, wenn man dieses Ziel erreichen will. Man kann natürlich auch dafür entscheiden, zu sagen, ach, tut mir leid, wir wollten euch gar nicht alle mit leistbaren Wohnungen versorgen. Und wir sehen dann, dass, wenn man diese Rechnung, die aber sicher auch noch verfeinert werden kann, auf größer werdende Haushalt übernimmt, dann steigt dort so ein bisschen der Spielraum für die Netto-Kaltmiete, aber ist immer noch auf Werten, die selbst von den aktuellen Förderprogrammen weit überschritten werden. Bitte weiter. Genau, ich habe hier nochmal zusammengefasst, also von allen WBS-Haushalten, die wir im Moment kennengelernt haben, also diese knapp 1 Million Haushalte, sehen wir, dass über 400.000 in der Preisklasse sind, dass die Netto-Kaltmieten von unter 5 Euro brauchen. Ja, und dann sehen wir, wie es sich abstapelt, und im nächsten können wir überspringen. WBS-Haushalte, haben wir schon gehört, sind, das will ich noch kurz haben, fast 1 Million. Im Jahr 2021 haben davon knapp 50.000 tatsächlich den WBS beantragt und genehmigt bekommen. Das heißt also, ich spreche jetzt hier von den aktiven WBS. Das sind diejenigen, die eine unmittelbare Wohnversorgung benötigen und deshalb auch diesen Verwaltungsakten WBS zu beantragen, durchgenommen haben. Und hier sehen wir auch, dass bei denen, die also eine akute Wohnungsnot haben, die hoffen, mit einem Wohnberechtigungsschein ihre Wohnsituation zu verbessern, dass auch da der Großteil in diesem Bereich von WBS 100 liegt, also die einkommensschwachen Gruppen sehr stark beeinflusst. Jetzt können wir weitergehen. Da können wir drüber wegspringen. Wir springen mal weiter, ganz viel weiter. Ist alles für nachher. Wir können weiter. So, hier haben wir wieder unsere 50.000 also aktiven BBS, und ich will sozusagen in der Grafik daneben das Versorgungspotenzial aus dem Jahr 2021 und habe
Auf den Portalen von Immobilien-Scout und anderen haben wir ja ausgewertet, wie viele Wohnungen werden zu leistbaren Konditionen eigentlich angeboten. Das waren genau 4.200 Wohnungen. Dann gibt es aus den Berichten der zur Kooperationsvereinbarung der landeseigenen Wohnungsunternehmen den Bericht, dass 4.622 Wohnungen an WBS-Berechtigte vergeben wurden von den LWUs. Wenn ich dieselbe Fluktuationsgröße, die wir bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen messen können, auf den Bestand von Sozialwohnungen beziehe, dann kommen da nochmal 4.400 dazu. Und Neubau waren in dem Jahr 1.200 zusätzliche Wohnungen für WBS-Berechtigte. Das heißt, dass also gerade mal 40% von allen, die einen akuten Wohnversorgungsbedarf haben und sogar den WBS beantragt haben, nur versorgt werden könnten maximal. Und wir haben also eine Lücke von diesen 30.000, die auf der Strecke bleiben und überhaupt nicht in diesem System versorgt werden können und zu den unversorgten Haushalten gehören, und sehen auch da so ein bisschen in Zielzahlen, dass wir in diesem blau markierten Bereich sozusagen das Potenzial haben, was wir mit den aktuellen Instrumenten an jährlichen WBS-Vermietungen organisieren können. Und für den anderen Bedarf brauchst du dann genau die anderen Zahlen. Und ich glaube, jetzt musst du einmal zurückgehen, oder? Nee, Entschuldige, dann doch nach vorne. Meine Folien nicht im Kopf. Nee, Stichwort Transparenz ist der letzte Punkt auch. Ich habe hier auch für das Jahr 2021 mal die Daten mir angeschaut, wie viel Wanderungsbewegung gibt es eigentlich, weil Wanderung ja bedeutet, dass Menschen in die Stadt ziehen als Zuzüge und in der Regel in eine neue Wohnung ziehen, und habe auch die Umzüge der Binnenwanderung analysiert. Da sehen wir, wenn wir den linken Balken uns anschauen, das sind ungefähr 4.440.000 Personen, die an diesen Umzügen beteiligt sind. Jetzt wissen wir, dass nicht alle Personen, die umziehen, nur für sich als Person eine Wohnung brauchen, sondern manche auch zusammenwohnen. Da habe ich unterstellt, dass die Zuziehenden ungefähr die Haushaltsstruktur spiegeln, die wir in der Stadt haben, von 1,84 Personen pro Haushalt, und kommen dann auf so einen geschätzten Wert von 240.000 Umzügen. Also 240.000 Haushalte sind in neue Wohnungen gezogen im Jahr 2021. Und wenn wir jetzt einmal weitergehen, dann sehen wir, dass von diesen 240.000 Umzügen wir über einen Großteil, nämlich weit über 60%, überhaupt keine Informationen haben, wie diese Umzüge vonstatten gegangen sind. Und hier auch wieder der transparente Bereich, den ich da blau markiert habe. Da habe ich die Summe aller Angebote, die pro Jahr auf den Plattform für Miet- und Eigentumswohnungen angeboten worden sind. Das sind also diese 80, ein bisschen über 80.000 Wohnungen insgesamt. Da kommen 15.000 Wohnungen Wiedervermietung der landeseigenen Wohnungsunternehmen dazu. Ja, zwei Drittel davon zu WBS-Konditionen. Und dann haben wir sozusagen noch den geförderten Neubau und andere gebundene Wohnungen, die von denen wir wissen, dass sie vermietet wurden. Und der Rest, diese 141.000 Wohnungen, das sind Wohnungen, wo wir auch niemand anders weiß, wie die vermietet werden, zu welchen Konditionen. Die werden nicht über die Plattform angeboten, die werden nicht über die landeseigenen Wohnungsunternehmen angeboten, die werden auch nicht als WBS-Wohnung im geförderten Wohnungsbau vermietet, sondern auf irgendwelchen anderen Wegen. Ja, und das kann jetzt sein, dass das der Punkt ist, wo ganz viele super faire Privatvermieter zu extrem günstigen Preisen die Wohnungen vermieten. Das kann aber auch sein, dass das dieser Bereich ist, in dem informelle Regelungen getroffen werden, in dem möblierte Wohnungsangebote, in dem Kurzzeitverträge, in dem Staffelmietverträge ausgehandelt werden, von denen wir nichts wissen. Also nur, um auch beim Prozess der Wohnungsvergabe zu sagen, wenn wir Wohnungsversorgung in Berlin tatsächlich steuern wollen, dann braucht man Informationen darüber, wie die Wohnungen vergeben werden. Ja? Und ob in diesen 140.000 Wohnungen die Mietpreisbremse eingehalten wird oder nicht, können wir im Moment nicht einschätzen. Also nochmal ein Argument, warum wir tatsächlich so einen Transparenzaspekt in die Diskussion um ein Wohnungs-
Verwaltungsrechtsgesetz oder Wohnungswirtschaftsgesetz mit aufnehmen sollten. Soweit, vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank, André. Ich gucke noch mal in den Raum und auch in die Präsentation, die Zoom-Konferenz, ob es da jetzt auch direkte Nachfragen gibt. Philipp, kannst du das mit dem Mikrofon vielleicht machen? Dann hören das auch die Zoom-Teilnehmer. Ja, eine kleine Detailfrage. Diese Wiedervermietung auf den Plattformen, das hast du quasi, das sind auch einfach Daten, die du aggregiert gesammelt hast von Eigentümerplattformen und Mietwohnungsplattformen. Weil tatsächlich finde ich das sehr spannend, was du sagst, dass es quasi über 140.000 Wohnungen keine Information gibt. Weil es gibt ja quasi diese Diskussion immer von der Gegenseite, in Anführungsstrichen, die sagt, naja, man kann jetzt ja nicht nur die Plattformdaten nehmen, viele Wohnungsangebote, Vergaben passieren eben unter der Hand. Ich meine, die Genossenschaften zählen ja bei den 140.000 zum Beispiel auch dazu. Die vergeben ja eigentlich nie über die Plattform. Genau, mich würde nur interessieren, was sind das für Daten? Das sind die Daten, die von Forschungsdatenzentren vergeben werden und aus den Plattformdaten gespeist werden. Überwiegend ist das, glaube ich, Immobilien-Scout-Daten und genau, die wurden mir für verschiedene Auswertungen zur Verfügung gestellt. Gut, vielen Dank. Dann gehen wir erstmal weiter mit dem vorletzten Input von Sarah Lincoln, Volljuristin und seit 2019 Teil des rechtlichen Teams der Gesellschaft für Freiheitsrechte und vor mittlerweile knapp 2 Jahren einen sehr spannenden Aufsatz und auch viel besprochen über die Möglichkeit, Landesrechte Belegungsbindungen zu schaffen, Möglichkeit, inwiefern also Berlin Privatvermieter gesetzlich zur Aufnahme Wohnberechtigter zwingen könnte. Und wir haben ja gerade gesehen, dass es dafür ganz dringend Möglichkeiten bräuchte. Ja, vielen Dank. Genau, ich werde jetzt spezifisch zu dem Thema Belegungsbindung sprechen. Niklas hat es eingangs schon erwähnt und wir haben jetzt auch ganz viele Zahlen dazu gehört. Also ich gehe jetzt nicht nochmal darauf ein, dass es in Berlin zu wenig Sozialwohnungen gibt. Aber genau, ich finde es toll, dass ihr das jetzt aufgreifen wollt, diese Idee, dass man tatsächlich eine gesetzliche Sozialwohnungsquote auch einführen könnte. Das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal vorgeschlagen und auch vom Republikanischen Anwaltsverein kommt dieser Vorschlag. Und ja, das ist aus meiner Sicht ein sehr effektiver Ansatz, um das Problem der fehlenden Sozialwohnungen zu lösen. Und bislang ist es ja so, dass die Sozialwohnungen oder die sogenannten Belegungsrechte ja immer im geförderten Wohnungsbau eigentlich entstehen, also quasi als Austauschleistung. Und genau, also der Staat fördert den Bau von Wohnungen und erhält dann dafür das Recht vom Eigentümer zu fordern, einen bestimmten Anteil der Wohnungen dann an Menschen mit Wohnberechtigungsschein zu vermieten. Und ich glaube, es ist in Berlin schon ganz lange klar, dass auf diesem Weg viel zu wenig Sozialwohnungen entstehen, weswegen es ja auch schon vor 10 Jahren und noch länger her dieses Projekt gab, dass man versucht hat, auch bei frei finanzierten Wohnungen Sozialwohnungen zu schaffen. Und zwar hat man im Grunde genommen ja dann so das freiwillige Angebot an die Unternehmen gemacht, hey, vermietet doch mehr Wohnungen als Sozialwohnungen und im Gegenzug geben wir euch ein bisschen was zur Miete dazu. Also damals war noch die Einstiegsmiete, das war 2015 irgendwie 5,50 Euro und dann gab es einen Zuschuss innerhalb des Rings von 2,50 Euro außerhalb von 1,50 Euro. Das Projekt war leider ein totaler Flop, weil die Unternehmen da nicht mitgemacht haben und darüber keine Sozialwohnungen entstanden sind. Und es ist sehr schade, dass man nicht einfach ein bisschen früher auf die Idee gekommen ist, dass es freiwillig vielleicht nicht so gut klappt, wenn man das Ganze einfach verbindlich vorgibt. Und von daher würde ich jetzt noch mal kurz darauf eingehen,
wie sowas aussehen könnte und was vor allem, welche Fragen sich stellen, weil das ja dann interessant ist für die Studie und was man sich dabei vielleicht nochmal genauer angucken könnte. Also, die Möglichkeit wäre natürlich, dass man das an die Größe des Unternehmens knüpft. Also man kann jetzt sagen, irgendwie bei Unternehmen ab einer gewissen Größe sagt man, sie sollen einen Anteil ihrer Wohnungen, also 25% oder 30% der Wohnungen, an Menschen mit Wohnberechtigungsschein vermieten. Man könnte und sollte meines Erachtens das auch weiter ausdifferenzieren, also dann angelehnt an 26 Wohnraumförderungsgesetz, die Belegungsbindung also so ausgestalten, dass man nicht nur, also man könnte sagen, von diesen 30% sind dann weiter, also innerhalb dieser 30% sind 20%, sagen wir, also 20% der 30% so ausgestaltet, dass die Stadt Besetzungs- und Benennungsrechte hat. Also das Recht dann tatsächlich Menschen diese Wohnung zuzuweisen, die es am Wohnungsmarkt besonders schwer haben. Menschen mit Dringlichkeitsschein, Menschen, die obdachlos sind oder von Obdachlosigkeit bedroht sind. Genau, das fände ich auf jeden Fall einen sinnvollen Ansatz. Eine zentrale Frage ist dann natürlich die Miethöhe. Die muss, also verfassungsrechtlich, ne, sind, also grundrechtlich sind die Grenzen ja also relativ weit. Also es ist ja so, dass man die Grenze ist Substanzgefährdung oder Verluste im existenzbedrohenden Ausmaß. Also von daher hat die Stadt schon Spielräume bei der Bestimmung der Miethöhe. Die sollte trotzdem irgendwie so ausgestaltet sein, dass, ne, dass da noch irgendwie, dass irgendwie noch wirtschaftlich sinnvoll ist zu vermieten, also dass der Eigentümer dann nicht dauerhaft Verluste macht. Und da sind unterschiedliche Modelle denkbar. Also wir haben ja jetzt gehört, eigentlich brauchen wir Mieten so 6 bis 7 Euro, eigentlich noch weniger, ne? Aber irgendwie jetzt so die Sozialmiete bewegt sich, Sozialwohnungsmiete in dem Bereich. Man könnte jetzt sagen, entweder die Stadt bezuschusst dann die Eigentümer mit einem festen Betrag pro Quadratmeter, also quasi ähnlich wie das freiwillige Pilotprojekt, bloß dass man es verpflichtend macht. Und vielleicht differenziert je nach Lage. Oder man könnte sagen, die Stadt, die übernimmt die Differenz zwischen der Kostenmiete und der Sozialwohnungsmiete. Das wäre auch ein Ansatz. Oder man könnte sich an der ortsüblichen Vergleichsmiete orientieren und dann 15-20% abschlagen. Und dann wiederum zahlt die Stadt die verbleibende Differenz zur Sozialmiete, wenn eine Differenz verbleibt. Das wären jetzt alles Mischmodelle, wo die Unternehmen einerseits weniger Miete bekommen, als ihnen nach dem BGB zustehen würde, andererseits aber auch dann eben Berlin das Ganze bezuschüssen müsste. Man könnte aber meines Erachtens das Ganze auch so regeln, dass die für die Sozialwohnung eine Mietgrenze vorgegeben, also eine Miete vorgegeben wird und die Unternehmen keine Zuschüsse erhalten. Das würde ich sagen, hat dann aber gewisse Auswirkungen auf die Adressaten. Also wenn man sagt, man begrenzt es auf große Wohnungsunternehmen und das sind 25-30% ihres Wohnungsbestandes, dann muss man ja schauen, dass das kompensiert werden kann über die anderen 70-75%. Also man kommt dann auch bei diesen Unternehmen, die dann 25-30% zu einer Miete von 6 Euro vermieten müssen, da ist keine Substanzgefährdung oder irgendwie das geht bei denen nicht jetzt so an die verfassungsrechtlichen Grenzen, weil sie es ja kompensieren können. Ich glaube, so einen Ansatz könnte man aber jetzt nicht bei ganz kleinen Vermietern wählen. Also, oder es würde zumindest ein bisschen schwieriger, müsste man sich mal anschauen. Genau. Auch hier habe ich mich gefragt, wenn man sowas so machen würde, dass man sagt, gut, man sagt 30% Sozialwohnungen und man legt eine Mietobergrenze für diese Quote fest, ob man dann an die Kompetenzgrenzen kommt, weil das so quasi eine verkappte Mietpreisregulierung ist. Aber ich bin dann auch zu dem gleichen Ergebnis gekommen wie du, Tim, dass man ja hier eben nicht nur eine Mietgrenze vorgibt, sondern ja
andere öffentlich-rechtliche Vorgaben macht, nämlich dazu, mit wem man ein Mietverhältnis abschließen kann, nämlich nur mit Menschen mit Wohnberechtigungsschein etc. Ne? Also so, dass man da eben nicht mehr im Privatrecht ist, sondern im der öffentlichen Wohnraumbewirtschaftung. Aber auch da, denke ich, müsste sich die Studie auch zu verhalten und das noch sich ein bisschen näher anschauen und argumentieren. Weitere Fragen, die ich mir jetzt so für die Studie auch aufgeschrieben habe, ist also einmal, das habe ich schon genannt, wen verpflichtet man da? Das betrifft jetzt nicht nur die Größe, also dass man sagt, irgendwie ab einer bestimmten Anzahl von Wohnungen im Bestand, sondern man könnte ja auch überlegen, verpflichtet man jetzt nur Unternehmen oder auch Genossenschaften zu dieser Sozialwohnungsquote oder sagt man, nee, weil die anders und nicht profitorientiert wirtschaften, will man das nicht machen. Aber jedenfalls muss man sich das auch diese Frage stellen. Und ich denke, das hängt auch ein bisschen von der Preisgestaltung ab und ob man da ein Modell wählt, wo das staatlich bezuschusst wird oder eben sagt, dass man da eine vorgegebene Miethöhe hat. Dann müsste man sich überlegen, wie hoch die Quote ist. Und das hängt natürlich auch maßgeblich vom Bedarf ab. Deswegen ist natürlich auch wichtig, dass die Studie, also auch mit den Zahlen, die André jetzt gerade vorgestellt hat, sich genau anguckt, wie groß ist denn die Lücke und wie hoch muss die Quote sein, um diese Lücke zu füllen, weil man natürlich nicht darüber hinausgehen kann, dann fehlt es wieder an der Erforderlichkeit dieser Maßnahme. Genau, dann denke ich, dass man gucken muss, ob man, also wenn man Benennungs- und Besetzungsrechte regelt, dann ist das natürlich ein weitreichender Rehr-Eingriff, also Grundrechtseingriff in die Privatautonomie und Eigentumsfreiheit, als wenn man einfach nur ein allgemeines Belegungsrecht regelt und sagt, ihr könnt euch aus all den Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein jemanden aussuchen, ist es ja in der anderen Variante so, ich gebe jetzt eine Person vor und oft, also manchmal sind das ja auch Menschen, die ein gewisses Risiko bergen, also sei es irgendwie ein Ausfallrisiko bei der Miete oder eine schwierige Kommunikation oder andere Pflichtverletzungen, also das ist nicht zwangsläufig so, da könnte man überlegen, ob man das irgendwie kompensiert mit einer höheren, also mit einer staatlichen Bezuschussung in solchen Fällen. Also dass man sagt, durch den stärkeren Eingriff in die Privatautonomie und das Recht, sich seinen Vertragspartner selber auszusuchen, und macht so eine Art Ausfall Pauschale oder Risiko- und Aufwandspauschale oder so. Genau, dann würde ich sagen, muss man sich auf jeden Fall Regelungen überlegen, die die Durchsetzung sicherstellen, also Meldepflichten, Sanktionierung von Verstößen etc. Das Ganze muss ja irgendwie überprüft werden, dass dann auch tatsächlich diese Quote erfüllt wird. Man müsste überlegen, wie gesetzlich festgelegt wird, dass die Belegungsbindung örtlich verteilt ist. Also es gibt ja bestimmte Wohngebiete, die in einem besonderen Maß von Verdrängung bedroht sind und man will nicht, dass die Wohnungsunternehmen die ganzen 25% in einem total unattraktiven Wohngebiet machen, wo man eh eigentlich vielleicht zu niedrigen Mieten vermieten kann. Das müsste man, also ist ja auch was das Bundesverfassungsgericht ja auch in den Entscheidungen immer wieder gesagt hat, also dass man nicht aus dem eigenen Stadtviertel verdrängt werden soll. Und dann müsste man sich auch noch was überlegen, ob man gesetzlich was gegen die Fehlbelegung machen kann. Es ist ja jetzt so, in der Belegungsbindung haben wir eine hohe Anzahl an Fehlbelegungen, was letztlich passiert, wenn jemand einzieht und dann später doch mehr Geld verdient und eigentlich gar kein Anrecht mehr auf diese Sozialwohnung hat. Und also entweder man nimmt es in Kauf und macht es einfach so weiter wie bisher, dann sind das eben Wohnungen, die erfüllen immer noch diese Quote von 25%, aber sie decken nicht mehr den Bedarf, der vielleicht dann sich verschoben hat auf andere Haushalte. Man könnte natürlich dann auch sagen, man überprüft es alle 5 Jahre und sagt dann, okay, die fällt dann kann das Wohnungsunternehmen die Miete nach oben wieder anpassen, die Wohnung fällt raus aus der Sozialbindung und dafür müsste das Unternehmen dann eine andere Wohnung entsprechend als Sozialwohnung vermieten, um wiederum die Quote zu erfüllen. Und das Ganze geht natürlich nur mit Übergangsfristen, weil die Unternehmen ja das Ganze eigentlich nur über die Neuvermietung erfüllen können.
Ja, das vielleicht so als Fragestellung. Vielen, vielen Dank auch für diesen sehr spannenden Input. Und ich schaue nochmal, ob es direkte Verständnisfragen gibt. Ansonsten bin ich wirklich schon sehr gespannt auf die Debatte, die jetzt auch unmittelbar bevorsteht. Aber wir haben noch einen Vortrag davor vorbereitet, weil uns das einfach auch ganz wichtig war, nicht nur theoretisch über die Dinge zu sprechen, sondern was jetzt insbesondere den Wohnraumschutz angeht, auch nochmal Betroffene zu Wort kommen zu lassen. Mieterinnen und Mieter aus der Jagostraße 35 in Moabit. Und da wird jetzt hier unmittelbar noch die Präsentation vorbereitet zu zeigen. Genau, einfach auf die Mitte, glaube ich. Da. Wir haben es fast geschafft. Nee, alles gut. Das. Gut, wunderbar. Okay, ja, erstmal recht, mein Name ist Armin Dattger, ich bin Mieter in der Jagostraße 35. Recht herzlichen Dank auch für die Einladung hierher. Vielleicht vorab, wir sind ein Haus, in dem die Mieten noch so um 7 € brutto warm liegen. Also, aber das wird bald nicht mehr der Fall sein, das ist schon absehbar. Ich sehe das ja nicht alles. Aber gut, ist egal. Mach so einen kurzen Vortrag, was bei uns alles bisher in den letzten 5 Jahren gelaufen ist und ja, was auch schief geht mit den Ämtern, wo wir zu kämpfen haben, wo wir nicht weiterkommen. Der Alteigentümer dieses Hauses, der verstarb im Oktober 2016. Die Tochter hat es geerbt im April 2017 und hat es dann sehr schnell loswerden wollen, leider. Sie hat es direkt verkauft an Klaus Wisser, Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH, das schon im September 2017, aber der ganze Verkauf wurde erst richtig notariell vollzogen im 2019, also sehr viel später, weil da noch einiges zu klären war. Wir wurden informiert im September 2017 über den Erwerb und im 2018 gab es dann die ersten intensiven Arbeiten. Da wurde nämlich das Haus von, na, man könnte sagen, ein Gerümpel geleert. Da lag ziemlich viel rum und das war über eine gute Woche. Und das Ganze geschah, ohne uns zu informieren, ohne die Eigentümerin zu informieren. Und das Ganze war organisiert durch eine Maklerfirma, die schon den Weiterverkauf vorbereitete. Also der Herr Wisser wollte das nicht behalten, sah dann bei uns im Treppenhaus eine gute Woche so aus, wie hier links zu sehen im Bild. Und im Hof stapelten sich die Schuttberge. Es war noch relativ harmlos zu dem, was noch kommen wird. Die ganze Zeit hat man so eine Art passiv betriebener Verfall, unterlassen Instandhaltung und Mängelbeseitigung. Eigentlich war nämlich die Verwaltung vom Herrn Wisser schon zuständig oder sollte zuständig sein. Wir hatten einen Wasserschaden durch einen geplatzten Durchlauferhitzer, zum Glück im Erdgeschoss, in einer unbewohnten Wohnung. Da hätte man auch vorsorgen können, durchs Wasser abdrehen rechtzeitig, also gar nicht erst offen lassen. Defekte Rohrleitungen, ein undichtes Dach, das sehr, sehr spät repariert wurde. Da haben wir sehr oft angemahnt, dass es bitte gemacht wird, weil es auch bei jemandem reingeregnet hat. Also das war sehr schlecht. Der erste Käufer, das war eben der Herr Klaus Wisser, der ist sozialdemokratischer Millionär im Ruhestand und zählt zu den 10 reichsten Frankfurtern. Er war nach der Privatisierung der GSW auch dort Aufsichtsratsvorsitzender und hat jetzt im Ruhestand als Hobby vor einigen Jahren eine neue Firma gegründet, die schöne alte Häuser aufkauft und saniert. Gut, unseres war wohl nicht schön genug. Es ging dann weiter. Er hat es also direkt verkauft. Als er Eigentümer wurde, ging es schon weiter über in die Jagostraße 35 GmbH, das ist dann die neue Eigentümerin. Wir wussten erstmal gar nicht, mit wem wir es da zu tun haben, kommt gleich. Und die Hausverwaltung hier reagiert auch nicht auf Mängelmeldungen. Wir haben einen Wasserschaden, den ich gleich zeigen werde, oder eben nur sehr verzögert. Wir hatten wieder am Dach einen Fall einer Undichtigkeit. Das hat ewig gedauert gefühlt und auch die Heizung war öfters defekt und wurde immer sehr zögerlich nur repariert. Das hier ist der Wasserschaden, der im Vorderhaus im Durchgangsbereich ist. Der entstand 2020, weil da wohl ein Rohr im darüberliegenden Bad undicht ist. Ist es übrigens immer noch. 2023 ist es angewachsen gewesen. Ich komme nachher darauf zurück, was das Amt dann dazu gesagt hat. Deswegen ist es hier sehr interessant. Und die Nachbarwohnung, die ist ja immer noch in diesem Zustand sehr stark betroffen, aber die ist unbewohnt. Daher kümmert sich da niemand drum.
Im Durchgang wurde das Ganze jetzt vor ein paar Wochen kaschiert statt repariert, denn das Rohr oben drüber ist nicht repariert. Wir sind jetzt gespannt, wie lange das so bleibt. Also es ist auch weiß übermalt worden. Jetzt sieht man es fast nicht mehr, nur wenn man weiß, dass da was ist. Wir hatten dann auch Probleme mit Abrechnung, Heiz- und Nebenkosten, so die leichten Vorgehen, um Mieter loszuwerden, denn sie sind wiederholt falsch und es kommt zu unrechtmäßigen Kündigungsschreiben. Auf Nachfrage, beziehungsweise wenn man es richtig stellt, wird das zwar nicht weiterverfolgt, aber wir haben auch nie offiziell von denen gehört, ja, sie haben recht, das war nicht in Ordnung. Also man sitzt sozusagen so ein bisschen unsicher da rum. Ja, und letztes Jahr gab es dann eine radikale Entkernung von Dachboden und leerstehenden Wohnungen im Seitenflügel und Hinterhaus über ganze 5 Monate. Und das Ganze unter Missachtung von Staub- und Lärmschutzvorschriften sowie der Sicherheit für die Arbeiter und Mieter. Ich zeige dazu noch ein paar Beispiele. So, erstmal, wer sind die neuen Besitzer? Das ist der Herr Dieter Semmelmann, das ist ein Konzertveranstalter, der hat früher auch Teile der Arena in Berlin gemanagt. Und Florian Fischer, ein Musikmanager, der ist eher bekannt durch seine Frau, die heißt Sarah Fischer-Terenzi, ist eine Sängerin und war bis zu einem Tagesspiegelartikel tatsächlich auch Miteigentümerin, hat sich dann aber ganz schnell zurückgezogen, wahrscheinlich weil ihr negative Publicity nicht so ganz recht ist. Ja, was ist jetzt unsere Erfahrung mit, das sieht man hier ja auch nicht, mit den Ämtern? Hier ist so eine Szene, dass ich weiß noch, wie ich abends nach Hause kam. Ich hatte schon gehört, da ist was im Gange bei uns und musste durch solche Staubwolken laufen. Das mussten wir praktisch 5 Monate, um in unsere Wohnung zu kommen. Das war unten immer die Begrüßungswolke, wenn wir durch den Hof gingen. Das war feinster Staub, der also wirklich sich überall reinsetzt, ganz, ganz fein ist und auch, wie wir inzwischen wissen, gesundheitsschädlich ist. Im Treppenhaus dicke Staubablagerungen, Müll wegbringen war auch keine Freude mehr. Und bei uns in der Wohnung, im Eingangsbereich, zog der Staub, obwohl wir, man sieht ja da so einen Plastikvorhang, den haben wir außen davor gehängt. Er hat ein bisschen was geholfen, aber trotzdem zog der Feinstaub in die Wohnung, über 5 Monate halt. Dann haben wir es geschafft, nach langen Kämpfen, dass gereinigt wird. Rechts haben die Bauarbeiter gereinigt. Man sieht da noch ziemlich viel rumliegen. Wir haben dann mal zum Test richtig gereinigt, das sieht man links in dem Bild. Wäre halt auch besser möglich gewesen. Aber man darf nicht vergessen, die Wände waren voll Staub. Also man wollte im Treppenhaus auch gar nichts berühren, so schlimm war das. Arbeitssicherheit oder überhaupt Sicherheit, das sieht man hier im linken Bild auf den ersten Blick gar nicht so deutlich. Das ist ein Schuttlift, der geht hoch ins dritte Obergeschoss. Und man denkt sich, na gut, was ist an so einem Schuttlift so schlimm? Naja, da unten drunter, da ist der Kellereingang, wo unsere Fahrräder stehen. Das heißt, wenn wir uns um unsere Fahrräder wollten, mussten wir drunter durchlaufen. Der war nicht abgesperrt, da war keine, also wenn irgendwas runterfällt, hätte man das eben abbekommen. Da wurde überhaupt nicht dran gedacht, dass da jemand wohnt und drunter durchlaufen müsste. Und zur Arbeitssicherheit, das ist eine radikal entkernte Wohnung, fehlt Decke, Boden, alles, Elektroleitungen, Wasserleitung, alles rausgerissen, bis auf dieses kleine Teil, was man hier rechts sieht, die Reste des Sicherungskastens, und die sind komplett freigelegt und stehen unter Spannung. So haben die Arbeiter da drin gearbeitet. Also ist immer noch der Fall, da ist überall Spannung drauf in allen Wohnungen, also hochriskant. Das Haus, Vorderhaus soll abgerissen werden und das Hinterhaus entkernt werden. Es gibt 2 Bauanträge, zum einen auf die Erstellung einer Baugrube, das ist noch der harmlosere von beiden, und dann einer, der sehr ungünstig ist und wo ich auch denke, da sollte eigentlich das Amt was ändern, denn der lautet auf Rück- und Neubau des Vorderhauses mit Tiefgarage, könnte man ja alleine so stehen lassen, aber in Kombination mit der Sanierung des Mehrfamilienhauses, Einbau neuer Balkontürme und Aufzug, Modernisierung einzelner Wohnungen, Ausbau des Dachgeschosses und Herrichtung der Hofanlagen. Der zweite Teil ist ja okay, soll man ja auch sanieren. Über den ersten Teil kann man sich allein aus ökologischen Gründen sehr streiten. Aber durch die Kombination ist der Leerstand des Hinterhauses bis Ende 2024 genehmigt worden. Und wenn man das trennen könnte, dann würde der Leerstand da eben nicht so lange genehmigt. Man darf nicht vergessen, viele Wohnungen stehen eigentlich seit der Übernahme leer. Die waren schon leer und der alte Mieter hatte nicht genug Geld, um das zu sanieren oder hat es sehr langsam gemacht. Und ja, jetzt sind sie halt komplett entkernt. Und wir denken, wenn der Wille da wäre, gäbe es schon heute fertige Umsetzwohnungen. Nochmal zum gesamten Objekt, hier so im grün-gelb markiert das Vorderhaus, was unten im Bild ist, das hat einen Bombenschaden, müsste also aufgestockt werden und kann aufgestockt werden. Wir hatten einen Architekten, der auch Gutachter ist bei uns im Hause, der hat sich das angeschaut, hat gesagt, die Wärmestärken sind top, sowas Gutes gibt es heutzutage gar nicht mehr, der Keller ist trocken, es gibt keine Setzungsriste, der Aufstockung wäre
problemlos möglich. Und das sogar bei fortwährender Wohnraumnutzung. Das ist zum Beispiel ein Beispiel einer leerstehenden Wohnung im Vorderhaus. Also die ist auch noch intakt, da kann man auch direkt drin wohnen. Was dann auch gemacht wurde von den Bauarbeitern, muss sagen, das waren alle Hilfsarbeiter, die keine wirkliche Befähigung zum Entkernen hatten. Die haben auch erst den Boden rausgerissen, dann die Decke. Also macht man eigentlich umgekehrt. Und hier sieht man auf dem Boden Schuttberge. Vor allen Dingen oben rechts in dem Bild kann man erkennen, dass da die Bodendielen fehlen. Und der ganze Schutt, der lastet auf den Einschüben. Und die sind überhaupt nicht tragfähig. Und das ist Ganze, da ist eine echte Einsturzgefahr, dass das Ganze durchbricht. Dann wurde der teilweise ein Strang komplett entkernt, also wie man hier so links zum Beispiel sehen kann, wo eben alles raus ist. Und dadurch ist die Wand, Außenwand freistehend. Dadurch ist das Gebäude auch nicht mehr so standsicher. Das heißt, die Außenwand ist knickgefährdet und das Ganze hätte einer Baugenehmigung bedurft. Die gab es nicht. Und hier rechts sehen wir einen Blick in den Dachstuhl von unten. Man sieht da Balken, unter denen eine Abstützung ist. Und das war etwas, was gerade noch gut gegangen ist. Nämlich ein Balken war durchgegammelt, ist abgestürzt. Zwei Stockwerke tiefer wohnt jemand. Und er kam zum Glück auf einem Balken im Geschoss drunter zum Liegen. Es war nämlich alles frei und offen. Hätte also durchfallen können. Und dass das überhaupt abgestürzt wurde, das ist auf uns zurückzuführen, weil wir gesagt haben, das muss abgestürzt werden. Das war ein echter Kampf, bis sie dann mal endlich gesagt haben, ja, machen wir ja. Und die zwei Nachbarbalken sind auch angegammelt. Also das war sozusagen auch in Vorsorge, dass da nicht noch mehr stürzt. So. Ja, was haben wir gegen den Verfall getan? Wir haben die Hausverwaltung natürlich kontaktiert. Wir haben zweimal den Eigentümer kontaktiert mit Briefen. Der reagiert aber auf sowas überhaupt nicht. Wir haben die Bau- und Wohnungsaufsicht und die Zweckentfremdung kontaktiert. Die Zweckentfremdung gab es mehrere Meldungen und auf eine Rückfrage gab es dann ja eigentlich was sehr Frustrierendes. Leider kann ich Ihnen aus datenschutzrechtlichen Gründen keine weitere Informationen zu den laufenden Verfahren geben. Ich kann Ihnen versichern, dass meine Fachbehörde jegliche rechtliche Mittel anwendet, damit der Wohnungsleerstand beendet wird. Also ich bin sicher, ich habe schon 2020 eine Meldung gemacht und der besteht ja weiterhin fort. Und es ist extrem frustrierend, wenn man überhaupt nicht weiß, ob da was gemacht wird als Mieter. Finde ich unmöglich, muss ich sagen. Ja, Datenschutz hin oder her, wir wohnen ja dort. Wir würden ja gerne sehen, dass was passiert. Dann gab es einen Brief an Herrn Schönfelder vom Bezirksamt, also Bauaufsicht, und bezüglich des Wasserschadens, den wir gezeigt haben. Und das wurde eben nicht repariert, sondern nur das Loch in der Decke anfangs mit Bauschaum gefüllt, was natürlich toll ist, wenn Feuchte dahinter ist. Und der Handwerker, der vorbeikam, der hat nur die Badewanne oberflächlich mit Silikon abgedichtet, weil er dachte, das Wasser fließt von dort über den Rand. Aber das Rohr unten drunter hat er sich gar nicht angeschaut oder abgedichtet. Ist also nichts passiert. Die Bauaufsicht hat auch geleugnet, dass es tatsächlich einen Schaden gibt. Der zweite Schaden betrifft Zierschindeln im Hof, die da waren. Die anfingen sich zu lösen während dieser ganzen Entkernungsarbeiten und wir wollten in den Keller runter und haben gesehen, die fallen runter. Da will man natürlich nicht dran vorbeilaufen, die waren auch recht schwer. Und es war auch da ein echter Kampf mit dem Amt, dass da endlich gesagt wird, ja, die müssen entfernt werden oder vernünftig befestigt werden. Also das war nicht so, dass wir als Mieter da Unterstützung hatten. Wir haben den Natur- und Artenschutz bemüht. Das verhinderte, dass im hinteren Hinterhof ein Schuttlift reinkam. Der ist nämlich ein Biotop. Der jetzt auch zerstört sonst wäre. Wir haben die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz kontaktiert. Da kommt nachher noch kurz ein Auszug aus dem Schreiben. Abgeordnete inklusive BVV-Anfragen, dem Mieterverein natürlich. Da ist halt leider ist so, dass wohl die Statuten vom Mietervereins es nicht ermöglichen, dass ein ganzes Haus rechtlich vertreten wird, sondern immer nur die einzelnen Mietparteien. Und bei uns, es sind sehr viele Mietervereine, aber da kommen ja nie kritische Geldbeträge zusammen, dass man sagt, da könnte man jetzt was machen rechtlich. Das ist also oft ein Problem, wenn man es sammeln könnte, würde es viel einfacher gehen. Zum Beispiel bei dieser Maßnahme hier mit der Entkernung war es so, dass wir haben jetzt zwar einen Mietminderungsantrag gestellt, aber das ist auch gerade so an der Kante von ist möglich, von der Summe her. Und die anderen Mieter haben es erst gar nicht versucht. Was uns sehr geholfen hat, sind andere betroffene Mieterinitiativen, also Wem gehört Moabit, Deutsche Wohnen enteignen, Habersatzstraße, denn die haben uns viele Tipps gegeben und man kann sagen, wer alleine kämpft, der hat überhaupt keine Chance, hier was zu machen. Was haben wir noch gemacht? Wir haben Recherche zu Gerichtsurteilen gemacht und wir haben auch tatsächlich im Haus Instandhaltung und Reparaturen gemacht, also auch an Allgemeineigentum im Haus, weil sonst da zu spät oder gar nichts passiert wäre. Haben offene Briefe geschrieben an Gebler, Goethe, Remlinger, Radziwill, haben die Presse kontaktiert.
Und zur kleinen Anfrage ging ein Brief an Herrn Gothe raus, nachdem dieser sehr, sehr spät geantwortet hat, also deutlich über der Frist, und dann auch immer ausweichen. Zum Beispiel gab es die konkrete Frage, welche Gründe hat das Bezirksamt Mitte, wenn sowohl auf Anfragen durch Bezirksverordnete wie auch Beschwerden durch Mieterinnen bezüglich der Mängel nicht eingegangen wird? Ja, die Antwort ist, es gibt Möglichkeiten, Mängel erneut anzuzeigen. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass wenn man beim Amt zu oft nachfragt oder Mängel anzeigt, man ein Schreiben bekommt, dass man in Zukunft ignoriert wird, weil man quasi als Querulant da erscheint. Also es ist überhaupt keine empfehlenswerte Vorgehensweise. Und warum das die Bauaufsicht hier nichts gemacht hat, das blieb komplett ohne Erklärung. Also die Frage wurde nicht beantwortet. Und auch zum Beispiel hier, wir haben diesen, was tut der Bezirk, um den Verfall vorzubeugen? Die Wohnungsaufsicht wurde Anfang März 2022 aufgrund einer Mieterbeschwerde über Hausmängel, da geht es um den Wasserschaden in der Toreinfahrt, tätig. Bei der Ortsbesichtigung konnten die angezeigten Mängel nicht festgestellt werden. Bis vor zwei Wochen, oder ja, gut zwei Wochen, konnte der problemlos besichtigt werden und die Ursache ist ja bis heute nicht beseitigt. Also ich bin sicher, den haben wir bald wieder. Also was ist unser Fazit als Mieter? Wir können ganz wenig gegen den Verfall tun. Selbst wenn wir Ämter kontaktieren, kriegen wir eher Widerstand. Die Eigentümer müssen nichts tun, weil weder das Gesetz noch die Behörden sie dazu veranlassen. Und wir haben die Bau- und Wohnungsaufsicht angeschrieben, keine Antwort. Herr Gebler und Herrn Gothe mehrfach angeschrieben und eine kleine Anfrage gestellt. Und nur auf die kleinen Anfragen gab es ausweichende oder zu späte Antworten. Wir haben drei kleine Anfragen, eine dringliche Anfrage, eine schriftliche Anfrage und wie gesagt, verzögerte und ausweichende Antwort. Auf unser Bitten gab es zwei Besichtigungen der Baustelle, die waren aber genau genommen pro forma, denn sie erfolgten in der Mittagspause, als praktisch keine Bautätigkeit war. Verstehen wir bis heute nicht, warum man das nicht besser zeitlich eintakten konnte. Und für uns drängt sich der Eindruck auf, dass für die Ämter leichter ist, den Eigentümern recht zu machen, die sie als kooperativ und anständig beschrieben haben, weil sie sich alle drei Monate beim Bauamt gezeigt haben, als die unter Druck stehenden Menschen. Hier noch ein Schreiben, das vom Umweltamt an den Architekten ging, der die Baustelle quasi mit zu verantworten hatte neben dem Eigentümer. Und da wurde klar darauf hingewiesen, dass dieses Vorgehen auf der Baustelle widerspricht den unmittelbar geltenden Vermeidungs- und Minimierungspflichten des Baustellenbetreibers aus § 22 Bundesemissionsschutzgesetz. Also ging es um die Staubbelastung von uns, um Lärm. Und tatsächlich, so die letzten Tage der Baustelle, gab es Staubschutzvorhänge. Also die Baustelle wurde sozusagen vom Rest abgetrennt. Aber das war dann auch zu spät. Was der Architekt dann erwidert hat, ist auch erschreckend. Die Maßnahmen betreffen lediglich planungsvorbereitende Maßnahmen. Die Durchführung der Maßnahmen, insbesondere in Wohnungen, haben wir uns von der Stadtplanung, Bauaufsicht sowie die Wohnungsaufsicht freigeben lassen. Diese Maßnahmen sind nicht anzeigepflichtig. Und warum diese Maßnahmen jetzt, wenn auch erst im kommenden Jahr gebaut werden sollen? Will man gar nicht wissen, was dann passiert. Und muss ja auch dazu sagen, eigentlich hätten sie eine Baugenehmigung gebraucht, die hatten sie nicht. Ja, wir Mieter, wir haben also 5 Monate lang solche Szenen hier ertragen müssen. Und der Herr Fischer, der sagte, er hat einen Ruf zu verlieren, als er mal vor Ort war. Und wir Mieter, wir können nur sagen, wir haben unser Zuhause zu verlieren. Wir haben ganz andere Probleme, viel existenziellere. Vielen Dank.